Was ist das jetzt bei mir? Ah, wow, cool. Ja, nice. Komm. Hab ich verloren? Oh, nein, nein, nein. So, das ist die Wasserbombe. Das ist ja cool. Jo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu bewerten, einen Kommentar zu schreiben oder meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem Video. So, weiter geht's bei Alice Madness Returns. In der letzten Folge haben wir das Rätsel richtig beantwortet. Und ein Viertel Rose bekommen. Falls ihr die nicht gesehen habt, die Folge, könnt ihr sie gerne angucken. In der Playlist ist alles verlinkt. Und jetzt geht's weiter in Richtung, ja, Arktis. Oder was das sein soll. Zack, hier gibt's auch Pilze in der Arktis. Und eklige Fischmenschen, die ich nicht mag. Weil die mich dauernd einfrieren. Mit ihrem Frostatem. So, die Blumen könnten ruhig ein bisschen schneller heilen. Und jetzt haben wir wieder zwei Wege. Einmal das, da können wir aber wieder zurück. Wenn wir da runterspringen, dann ist es endgültig. Daher. Oh, jeder Zahn ist wichtig. Was gibt's da? Einen Hasen? Da kann ich aber dann auch nicht mehr zurück, oder? Ja, weil es rutschig ist. Halt ab! Oh Gott. Ein Haifisch oder was war das? Ja, aber ich kann doch nicht schwimmen, oder? Soll ich da rein? Da gibt es Zähne. Aber ich kann nicht schwimmen. Das heißt, das ist hoffentlich ein Boot. Ja, es ist ein Boot. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ah, die Blume habe ich übersehen. Die ich gleich nehmen sollen. Wäre immerhin ein Zahn gewesen. Mindestens. Darf ich noch nicht zu lang verweilen? Oder darf ich? Der Haifisch. Die Piratenflagge. Schnell weg. Okay. Ah, da drüben ist das Piratenschiff. Oder halt das Schiff, von dem wir gelesen oder erfahren haben. In der Erinnerung. Da sind anscheinend Pilze unten. Kann man also getrost runterspringen. Sollten Pilze wachsen. Ja. So, und hier kann man noch viel einschlagen. Einschlagender Erfolg. Da kommen wir aber niemals rauf. Wir wären wahrscheinlich hier runtergekommen. Da ist schon das noch. Fischmann. Geh weg. Ich mag dich nicht. Kaputt. Goldene Zähne. Lass mal gucken, ob wir noch was übersehen haben. Denn das sieht sehr richtig aus. Wir wollen ja immer alle Wege gehen. Nicht bloß den richtigen. Ah ja, hier sind wir runtergekommen. Ja, 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 ja. Dann ist gut. Dann müssen wir eh hier lang. Oh. Wie gibt's nur das? Okay, dann wieder zurück. Ja, nur, was heißt nur? 300, Blödsinn. Knapp 300 Zähne jetzt, das ist schon gut. Schon mal kurz anders hinsetzen, so. Geht gleich weiter. Gibt's da ein Geheimnis, wenn man klein ist? Nee. Ein kleines Geheimnis. Ah, das ist ein Schiff in einer Flasche. Jetzt sehe ich es erst. Flaschenschiff.
gehen jetzt weg, oder was? Ach, das ist ein Hai. Ja. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Nur nicht für uns. Also komm rauf. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral, oder die Haie verspeisen uns. Ja, cool. Ist anscheinend ein U-Boot. Was? Meide Wackhaie. Aha. Kanonenfeuer und Minen. Aha. Drücke die linke Maustaste, um Kanonen abzuwehren. Und die rechte Maustaste, um Wasserbomben zu schießen. Aha. Also, was ist das jetzt bei mir? Ah, wow, cool. Ja, nice. Komm. Hab ich verloren? Oh, nein. So, das ist die Wasserbombe. Das ist ja cool. Nice. Oh, das hab ich voll verpatzt. Aber ich krieg gar keine Belohnung, oder? Finde ich irgendwie 10 oder so? Ah, da oben gibt's Punkte. Oh, hinter mir. Voll daneben. Okay, die Krabbe schießt auf uns. Ah, lalalala. Oh, ich habe ein Leben. Ich habe 7 Leben. Wie eine Katze. Entweder schießt die Krabbe auf die. Nee, ah, die Bomben, die Wasserbomben. Ah, jetzt habe ich noch mal 6 Leben. Ich sollte ein bisschen aufpassen, vielleicht. Was ist der Wach? Jo, wann hört denn das mal auf? Boah, ist voll die Riesenexplosion. 9000 Punkte. Komm, zu viel Zähne will ich jetzt haben. Nein! Das schöne Schiff, schade. Oh, mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein
Dieses Schiff ist futsch. Die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht. Wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Jo. Das war ja meine Fahrt hierher. Ich kenne jetzt den Charakter der Schildkröte gar nicht aus dem Spiel, Film, was auch immer. Und für mich sah das eher so aus, als wäre es Kopf von einer Kuh. Aber ja, scheint eine Schildkröte zu sein. Hat auch einen Kuhschwanz. Ja, natürlich ist es eine Kuh. In einem Schildkrötenpanzer. Ja, egal. Jedenfalls, das Aussehen hat sich schon wieder verändert. Das Kleid ändert sich anscheinend pro Level irgendwie. Was ich ganz nice finde, dass sich die Entwickler da so viel Arbeit gemacht haben. Auch die Frisur, glaube ich, hat sich geändert. Aber das kann jetzt am Wasser liegen. Steuerung invertiert. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Aha. Na gut. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Ja, was kann man hier noch machen? Hier noch was Verstecktes. Irgendwo Zähnchen oder so. Anscheinend nicht. Naja, das Schiff hat gute Dienste geleistet, hat uns hierher gebracht. Kann anscheinend auch noch schießen. Anscheinend kann ich auch unter Wasser atmen. Aber ist ja nur die Fantasie von Alice. Natürlich gibt es da einen Weg durch, ist klar. Zu einem goldenen Zahn. Sehr gut. Ja, oh nein. Leute, echt. Echt, ist da wirklich ein Loch? Ah, Leute. 300 Zähnchen. Oh, das sind ja Quallen. Ekelquallen. Und wenig Auftrieb. Schwupps. Und da sind schon wieder die hässlichen. Ich mag euch nicht. Schweinchen. Wo bist du? Leutelchen. Zuerst holen wir uns mal das, was dahinter versteckt ist. Nämlich nichts. Ah doch. Was gibt's hier Schönes? Ein goldener Trank. Damit kann man nichts machen, okay. Liegt man sonst irgendwas, was man... Ah, Platzkissen. Die gehen bestimmt mit dem her. Ah. Klasse. Ausgezeichnet. Kann man hier irgendwo hin? Ah, Schluck auf, ne? Oh, jetzt wieder der Lag. Jedes Mal, wenn es laggt, denke ich mir, oh Gott, jetzt stürzt das Spiel wieder ab. Ist nämlich gar nicht so stabil, dieses Ding. Ich freue mich, dass ich es aufnehmen kann, ohne dass es dauernd abstürzt, aber ab und zu macht es halt Faxen. So. Da gibt es zwei Zähne.
Aber das ist nicht genug. Was steht da an der Wand? Trank. Alice, Trank. Ja, ich höre das Schweinchen. Ah, da ist es. So. Oh, haha. Ja, gut. Eine Mördermuschel. Wie können wir das regeln? Kann man das irgendwie... So. Dachte ich mir, dass ich da in Sinnwort bin. Aber wenigstens... Kann ich irgendwie... Nein, man kann den nicht bekämpfen. Gut, für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Nee. Okay. Dann geht's hier weiter. Mit dieser Schlote. Einmal rum. Leute, warum hatte ich jetzt keinen Auftrieb? Verstehe ich nicht. Habe ich nicht getroffen? Ei. Komm schon. Komm drauf da. Ja, gut. Ja, Leute. Wusste ich doch, dass ich das schaffe. Da ist nichts drin einfach, ne? Da ist halt einfach nichts drin. Goldzähnchen. Sehr schön. Gibt es auch nichts Besonderes? Schlüssel und Haus. Ah, ja. Gut. Aber was sich hinter dieser Tür verbirgt, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken. Hab mich gefreut. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Alice Nightmare Returns. Madness Returns. So, nicht Nightmare. So. Ja. So, weiter geht's bei Alice Madness Returns. Vor der Tür. In die unterbewussten Ängste von Alice. Gucken wir mal rein, was da jetzt so auf uns wartet. In der Nacht des Feuers war ich die Letzte in der Bibliothek. Der Scheit, den ich in den Kamin gelegt hatte, glimmte nicht, als ich mit deiner nach oben ging. Falls doch, bin ich vielleicht für den Tod meiner Familie verantwortlich. So, ein weiterer Schlüssel auf dem Schlüsselbund. So. Was gibt's hier? Eigentlich nur die dummen Quallen, ne? Oh, ah! Pilzquallen. Das ist neu. Da, oh, was? Alter, was? Kann man nichts tun? Kann man ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen? Anscheinend nicht. Ja, dann, der nervt aber. Denn ich muss ja hier was drauflegen. Der macht mir das ja kaputt. Ja eben, das nervt. Wie kriegt man einen Gegner tot, der ein Geist ist? Ich bin ja nicht eingefroren, oder?
Gibt es irgendwo eine Quelle für seine Unsterblichkeit, die man zerstören kann? Jarr, jarr. Ich mag keine Piratengeister. Piraten. Gehen Sie weg, Herr Pirat. Vielleicht noch ein Zeiträtsel. Wer weiß, wer weiß. Jedenfalls. Au, 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 au. Oje, 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 oje. Schnell, 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 schnell weg, schnell weg. Schnell weg von dem und schnell in die Blume rein. Jetzt erstmal heilen. Ich sag's durch die Blume, ich mag ihn nicht. Geisterpiraten, Piratengeist. Was ist es eigentlich? Ein Geisterpirat oder ein Piratengeist? Und was ist der Unterschied? Ich meine, ein Geisterpirat ist doch ein Pirat, der gestorben ist und zum Geist wurde. Aber ein Piratengeist ist, glaube ich, ein Geist, der nach seinem Tod beschlossen hatte, ein Pirat zu werden, oder? Stimmt doch, oder? Nicht? Bin ich da falsch? Naja, beschäftigt euch mal mit der Frage. So. Denn hier geht's... Oh, Schatzkisten. Schatzkisten, sehr gut, sehr gut. Wo ist er, wo ist er? So. Tja. So, jetzt habe ich versehentlich das Mikro geschlagen. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Wenn ja, tut es mir leid. Oh, jetzt werde ich angerufen. Dann geht's weiter. Ja, Arbeit, Anrufe, ne? Die kommen immer in der Zeit, wenn ich eigentlich gar nicht bei der Arbeit bin. Sehr seltsam. Jedenfalls. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da reingelaufen bin gerade oder raus. Und gehen wir nochmal zurück. Glaube ich. Ja, gut, bin ich schon mal falsch gelaufen. Jetzt gehe ich nochmal rein, dann merke ich wahrscheinlich, dass da nichts drin ist und dann gehe ich wieder raus. So. Ja, genau wie ich mir dachte. Ne? Vielleicht schneide ich es sogar raus. Sehen wir ja. Ah, das sind Seepferdchen. Sind hoffentlich friedlich. So wie die... Ja, so wie die Schmetterlinge... nicht Schmetterlinge, so wie die Glühbirnen. Das kann man nicht zerstören, oder? Nee. Was bist du für einer? Der Fischmann. Der erste normale Fischmann. Hallo. Sprich mit mir. Anscheinend kann ich kein Fischisch. Fischlerisch. Alter. Komm, ich brauche euch fürs Thumbnail. Hallo. Ja. Nice. Sehr gut. Gutes Teamwork. Da laufen sie auch rum. Ja, da geht's wahrscheinlich weiter. Da will ich jetzt noch gar nicht hin. Zuerst den Rest. Was ist jetzt passiert? Achso, meine Katze. Meine Katze ist auf die Maus gehüpft. Böse Katze. Ja. Das ist der gleiche Fisch nochmal. Irgendwo ist hier ein Schweinchen. Wahrscheinlich hier hinter. Schweinchen. Und da ist eine Muschel. Können wir wieder ein Katzentest machen, sage ich jetzt mal dazu. Hoffe ich halt, dass das wieder das Katzending ist. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine... Nein, das ist kein Katzendings.
Was? Ach, ich dodge die ganze Zeit mit dem falschen Knopf. Alter! So, kommt her. Was das? Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Ha, aber ich krieg hier auch wieder was. Ja, ist okay. Ich nehm's, auch wenn ich das nicht so ganz gut gelöst habe. Nehme ich natürlich gerne. So, jetzt habe ich nur noch ein Leben. Aber dafür habe ich ein Herzteil mehr, sag ich jetzt mal dazu. Wo kommt das Gegrunze her? Mann, ich seh's nicht. Dahinter vielleicht? Nee, das ist nur noch ein Fläschchen. Ich hab die Steuerung invertiert. Nice, nice. Vor allem der Siebenschläfer und der Hase waren jetzt nicht böse. Komisch. Wüsste ich gern, ob die zwei Roboter überhaupt die richtigen sind. Oder ob das einfach nur Fälschungen sind. Die von meinem Wahn ausgehen. Wo ist jetzt das Schwein? Ach, da oben. Die ganze Zeit. Ja, schönen Dank. Ein Patientchen. Dann geht's da hinten weiter, haben wir gesehen. Und zwar da oben lang. Und dann nach unten. So. Aha. Da schießt wieder einer. Ah, oh, nicht schon wieder. Piratengeist. Geh weg. Mag dich nicht. Wenn ihr wisst, wie man diese Piratengeister bekämpfen kann, dann sagt's mir bitte. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr eine Idee habt. Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperle-Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Ja, muss ich jetzt nicht verstehen. Aha, was hat mir das gebracht? Das Kasperle-Theater? Ist anscheinend doch hier rein. Ah, gibt's einen Tipp. Katze? Wo ist er? Hallo? Katze? Da war doch gerade das Katzensymbol. Was für dieser Patina des Anstands? Etwas Sündiges, jede Wette. Ich sehe die Katze nicht. Seht ihr die Katze? Ich sehe sie nicht. Die kann man auch nicht einschlagen.
an. Mann, ich komme nicht weiter. Ich hasse sowas. Komm, gehen wir noch mal runter da. Ich weiß, wir waren hier schon. Aber vielleicht gibt es hier noch was. Aha. Wie geht's hier hoch? Ja. Also, Leute, ich bin gerade überfragt. Ich bin gerade echt überfragt. Vielleicht da unten? Was? Hof, Theater? Ach. Ach, verdammt, ich hätte schon die ganze Zeit hier lang gekonnt. Gut. Nice. Dann wissen wir, dass es weitergeht. Aber nicht wie. Ey. Ih. Treibender Verfall. Aber gibt gut, guten Loot. Ja, weg mit dir. Verfall, du. Verfalle. Das sind die Trampoline. Wenn ich die jetzt mache. Blub, 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 blub. Bringt nix. Ah, muss den aufs Gesicht schlagen. Immer ins Gesicht schlagen. Boing. Ich weiß nicht, ob die schießen können. Der treibende Verfall. Wird Sinn ergeben, denn die schweben ja sonst nur so rum. Ach, da gibt's einen Geheimgang. Oder nicht? Lol. Geht einfach nicht auf. Tja, die Blume, weiß ich nicht. Ja, benutzen wir mal. Halten wir uns mal voll. Das hätten sie auch instant machen können. Aber mein Gott. Beschwer mich jetzt nicht. Hä? Komm ich da rüber? Ach, da unten lang. Okay. Ja. Hier ist noch was versteckt. Ja. Zahn. Ein Goldzahn. Her damit. Lang kann man nicht. Gut. Das heißt, ich muss... Nein, da wollte ich gar nicht rein. Schade. Schade um die Blume. Hier nochmal ein Goldzahn. Schatztruhe. Oh, jetzt sind wir aber reich. Jetzt sind wir richtig reich. So, und wo ist das Schwein? Ich höre es doch. Rechts von mir höre ich es. Da. Haha. Deine Zeit ist gekommen. Schwein. Ah, eine Spritze. Eine Spritze. Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Aha, okay. Nein! Da hab ich's voll versaut. Leute, Leute, Leute. Eieiei. Also darüber will ich jetzt noch kommen. In der Folge. Na, mindestens. Schon, dass wieder so ein Piratengeist.
Autsch. Hilfe! Rein in die Blume. Aha. Ich komme da noch gar nicht rauf. Ja, kickt er mich einfach raus. Ach, ja, okay. Jetzt komme ich bestimmt drauf. Ob das war genug? Ja. Und bringt mir das was? Nein. Denn ich komme ja immer... Ah, da. Ja, ich komme hoch. Gut. So. Zack. Die Schatztruhen holen wir auch noch. Ideal. So. Schießt jetzt immer noch auf mich? Ich hoffe nicht. So. Leute. Ah, ich bin ja close up. So. So, Leute. Das war's für die Folge. Was in dem Theater vor sich geht, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke, dass ihr reingeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.